Freue mich, dass wir heute Abend wieder einige Interessenten haben an unserem Webinar. Es ist unser drittes Webinar in dieser Reihe, die wir als DKKV machen. Mein Name ist Katja Dörner, ich bin Vorsitzende des DKKVs und darf heute Abend die Diskussion ein bisschen moderieren. Vielleicht ganz kurz zu uns als DKKV. Wir sind ein Verein mit einer ganzen Reihe von größeren und kleineren institutionellen Mitgliedern, aber auch vielen Einzelmitgliedern, insbesondere Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, selbstverständlich aus dem Bereich der Katastrophenvorsorge, des Risikomanagements, aber ganz unterschiedlicher Fachrichtungen. Wir sind eine nationale Plattform für Katastrophenvorsorge in Deutschland, aber es ist uns auch sehr wichtig, international vernetzt zu sein, in einem engen Austausch zu sein mit den internationalen Playern im Bereich der Katastrophenvorsorge und des Risikomanagements. Und unsere Aufgaben als DKKV sehen wir insbesondere im Bereich der Vernetzung und der Beratung, aber auch des Wissenstransfers. Und gerade im Bereich des Wissenstransfers ist eine solche Webinarreihe, wie wir sie jetzt gestartet haben, im Kontext von Covid-19 natürlich mehr als passend. Ich habe schon gesagt, ist unser drittes Webinar ausgelöst sozusagen von der Covid-19-Pandemie. Und natürlich liegt der Schwerpunkt unserer Diskussionen auch im Kontext von Covid-19. Aber die zwei vorangegangenen Webinare haben schon gezeigt, dass das Themenspektrum und ja, klar deutlich komplexer ist und über Covid-19 auch immer hinausgegangen ist. Heute sprechen wir über Ansätze zur Umsetzung operativer Maßnahmen bei der Krisenbewältigung. Also es geht auch verstärkt in den Bereich der Praxis. Und wir haben zwei sehr interessante Sprecher für heute Abend wieder gewinnen können. Das ist zum einen Professor Dr. Stefan Pickel. Er ist Professor an der Universität der Bundeswehr in München und auch stellvertretender Vorsitzender des DKKV. Einer seiner Forschungsschwerpunkte ist die systemische Modellierung für eine erfolgreiche Krisenbewältigung, also sozusagen ein perfekter Sprecher für die Aufgabenstellung heute Abend. Der zweite im Bunde ist Martin Zeitler. Er ist Leiter des Aufbaustabs des Technischen Hilfswerks und auch mit Professor Pickel und mir zusammen im Vorstand des DKKV. Ich will ansonsten gar keine langen Reden machen. Wir haben besprochen, dass die beiden zunächst ihre Inputs machen und wir dann auch schnell und zügig in die gemeinsame Diskussion übergehen können. Und bevor ich das am Ende vergesse, will ich es jetzt machen, unserem Geschäftsführer Benny Thiebes danken, der auch in der Schalte ist und der das heute Abend wieder ganz wunderbar vorbereitet hat. Danke dafür, lieber Benny. So, dann starten wir mit den Inputs und als erstes spricht Professor Pickel. The floor is yours. Ja, jetzt ist, glaube ich, das Mikro an. Liebe Frau Dörner, danke für die nette Einführung und auch die Möglichkeit, dass wir heute gemeinsam mit meinem Kollegen Martin Zeitler dieses Webinar gestalten können. Es ist mein erstes Webinar, das ich in dieser Form gebe. Deswegen verzeihen Sie vielleicht ein bisschen die Nervosität und auch vielleicht, wenn es organisatorisch nicht alles so funktioniert. Liebe Teilnehmer des Webinars, ich freue mich, dass Sie sich eingeklickt haben. Ich hoffe, dass die nächsten 70, 80 Minuten für Sie interessant sind und dass Sie auch einen Gewinn mitnehmen. Und auch liebe Mitglieder und Kollegen des DKKV, herzlich willkommen. Ja, was soll man als Professor sozusagen dazu sagen? Momentan schmücken ja viele Professoren die Podiumsdiskussion, wobei es, glaube ich, noch kein Professor für Operation Research geschafft hat, auf so ein Podium zu kommen. Deswegen freue ich mich, dass ich heute mal diese Möglichkeit habe. Auch wenn man in München eher sagen würde, im Sinne von Karl Valentin, eigentlich ist ja alles schon gesagt, nur würde Karl Valentin hinzufügen, aber nur nicht von jedem. Und von daher möchte ich auch ein bisschen etwas zu diesem Thema sagen und möchte auch ein bisschen
die Perspektive des DKKV deutlich machen. Zunächst zu meiner Person. Mein Name ist Stefan Pickel. Ich habe damals Elektrotechnik, Mathematik und Philosophie studiert und bin vor 20, 25 Jahren mit der Janus-Gruppe in Darmstadt in Kontakt gekommen. Das war eine besondere Gruppe, die gesagt hat, es ist wichtig, Interdisziplinarität gerade an Universitäten und auch dann später in der Praxis zu betreiben und auch weiterzuentwickeln. Sie ist daraus damals entstanden aufgrund von Tschernobyl, aufgrund der Erfahrungen. Und ich bin immer noch dieser Gruppe verbunden und war dann auch froh, als ich vor 10 Jahren die Möglichkeit habe, das DKKV kennenzulernen und schätzen zu lernen. Und habe damals auch sehr viele Gespräche mit, insbesondere mit Martin Zeitler gehabt. Wie wichtig ist es beispielsweise, Interdisziplinarität bei komplexen Fragestellungen zu berücksichtigen? Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, gerade jetzt bei Covid-19, dass man nicht nur eine disziplinäre Sicht entwickelt, sondern wie Frau Dörner das schon gesagt hat, es ist das Ziel, dass DKKV eine Plattform zu präsentieren, eine Plattform von unterschiedlichen Perspektiven, von unterschiedlichen Experten und eine gewisse Janus-Sicht auch zu entwickeln. Janus kennen Sie vielleicht auch von der Bedeutung des Gottes Janus her, von dem Januar, der ja, sage ich mal, in zwei Richtungen blickt, einmal zurück und einmal nach vorne. Und ich glaube, diese Janus-Sicht ist auch das Schwierige, die uns immer wieder mit Covid-19 verbindet. Es geht ja auch immer dieses Stichwort durch adaptive Steuerung oder balancierte Steuerung. Also die Kunst ist es ja, einerseits wünscht man sich die komplette Auslöschung des Virus und auf der anderen Seite gibt es Befürworter, die sagen, ja, man müsste eigentlich die ganze Gesellschaft durchseuchen. Das wäre der effektive Weg. Ich mit meiner Professur für Operation Research bewegt sich eigentlich genau in dieser Mitte. Wie kann ich immer versuchen, in einer komplexen Operation mehrere Aspekte gleichzeitig zu berücksichtigen, zu balancieren, das heißt in beide Richtungen zu schauen und dann ein gewisses Optimum zu finden. Das ist aber nicht das Optimum in dem Möglichen, dass ich alles maximiere, sondern dass ich eher versuche, so eine Art optimale Balance zu finden. Und ich glaube, das Besondere bei Covid-19 ist insbesondere, dass man hier zwei Sicherheitsbereiche betrachtet. Zwei Sicherheitsbereiche, die man im Englischen mit Safety and Security übersetzt, die wir aber im Deutschen eigentlich immer zusammenfassen. Und deswegen freue ich mich und möchte auch das Wort an Martin Zeitler übergeben, von dem ich weiß, dass er ja auch extra dazu eine Vorlesung hält und wir auch da schon Forschungsbemühungen zu haben. Das heißt, wir wollen heute Abend ein bisschen mit Ihnen diskutieren, wie nehmen Sie denn die Sicherheitsdimension bezüglich Covid-19 wahr? Was würden Sie sich hinsichtlich von Safety and Security wünschen? Was gibt es da für positive Erfahrungen? Und wo gibt es auch Möglichkeiten von des DKKV im Sinne dieses Plattformgedankens, gerade diese beiden Aspekte Safety and Security weiterzuentwickeln, mit Wissenschaftlern zu besprechen und dann natürlich auch in die Praxis im Sinne eines Operation Research umzusetzen. Da würde ich an Martin Zeitler übergeben. Gut, dann übernehme ich nahtlos auch von mir einen schönen guten Abend in die Runde. Vielleicht auch ein paar Ergänzungen zu meiner Person. Katja Dörner hat es ja netterweise auch schon vorgestellt. Ich bin, wie gesagt, der zweite stellvertretende Vorsitzende im DKKV auf der einen Seite, auf der anderen Seite im THW, neben dem Leiter des Aufbaustabes auch einer derjenigen, die jetzt verantwortlich sind für die THW-Abwicklung des Covid-19-Einsatzes und der pandemischen Lage, die wir derzeit haben. Und ich will auch am Anfang nicht ganz so viel erzählen, sondern lieber ein paar Thesen in den Raum stellen, über die es sich vielleicht auch lohnt zu diskutieren. Und vielleicht erstmal ausholen damit, was macht das THW überhaupt in so einer Lage? Das THW als technisches Hilfswerk und eine pandemische Lage, das passt jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht ganz zusammen, aber weit gefehlt. Also die Kernaufgaben, die wir derzeit haben, das ist halt sehr viel Logistik, Logistikunterstützung, technische Infrastruktur.
Und hinzu kommt auch nicht letztendlich das Thema Fachberatung. Bei dem, was die Herausforderungen sind, und das ist eigentlich ein Punkt, auf den ich auch gerne eingehen würde und was auch durchaus dann kontrovers diskutiert werden darf, ist die Herausforderung, die wir jetzt haben als Bundesbehörde, die operativ unterwegs ist und die dann im Zuge der Unterstützung der regionalen Anforderer tätig wird. Das heißt, ich mache es vielleicht in einem Beispiel, wenn wir in Deutschland unterstützen, bei der Infrastruktur für Notkrankenhäuser, die aufzubauen, haben wir immer die Herausforderung, dass es im Bundesland 1 die Vorschriften gibt, im Bundesland 2 gibt es andere. Notfallkrankenhäuser sind meines Wissens nirgendwo normiert. Es gibt keine Vorschriften, wie die aussehen sollen. Und insofern haben wir dann aufgrund der Struktur des DHBs die Herausforderung zu gucken, wie können wir das jetzt alles umsetzen und was ist zu berücksichtigen. Dabei haben wir am konkreten Beispiel, das THW ist auch föderal aufgestellt, wir haben also auch Landesverbände, die aber in der Regel zumindest schon mal 3 Bundesländer Maximum umfassen. Das heißt, wenn wir unsere Einsatzkräfte in mehrere Einsatzlagen bundesweit schicken wollen, was passiert? Schlimmstenfalls haben wir einen Menschen, der in ganz Deutschland eingesetzt werden soll und der muss dann schlimmstenfalls 16 verschiedene Regeln und Regularien kennen, die dann immer um Nuancen abweichen. Was eben so gewisse Grenzen sind, auf die wir allein im praktischen Doing in der Operationalisierung stoßen. Und auch um dann den Ball wieder noch aufzugreifen, was Stefan Pickel schon sagte, auch die Lage zeigt eigentlich, dass die Bereiche Safety und Security sich gar nicht wirklich trennen lassen und sehr eng miteinander verwoben sind. Ob ich jetzt eine Sicherheitslage basierend aus Naturkatastrophen, also den Safety-Fall habe, oder eher eine Sicherheitslage aus einem anderen sicherheitsrelevanten Bereich habe, das lässt sich nicht so unmittelbar trennen und hat sehr, sehr, sehr viele Schnittstellen. Insofern aber, was wie gesagt das Thema ist, was man durchaus diskutieren kann, wie kann eine operative Bewältigung einer Lage in Deutschland in den Strukturen, die wir haben, vielleicht noch optimiert werden oder was gibt es für Ideen der Verbesserung, ohne komplett alle Strukturen, die wir nun haben und die sich bewährt haben, über den Zaun zu werfen. Soweit erstmal von mir zur Einladung. Vielen Dank, Martin Zeitler. Vielleicht starte ich mit einer Frage an Professor Pickel. Doch nochmal etwas konkreter bezogen auf die Corona-Situation, wo Sie mit Blick auf Ihre Forschungsthematik die größten Herausforderungen jetzt sehen. Bin ich angeschaltet? Ja. Okay, weil vorhin war das Mikro noch auf Rot. Also in der Einführung zu meiner Person, die ich Ihnen gestern schickte, oder dem Benny Tibis als Geschäftsführer, habe ich extra draufgeschrieben, ich bin kein Virologe. Und derzeit dominieren sozusagen ja diese Virologen das große Feld. Wobei einer, der gestern sogar in einer der großen Zeitungen zitiert wurde, vor 20 Jahren noch ein Kollege von mir aus Köln war. Ich habe vor 10 Jahren ein Buch geschrieben, Optimierung von Biosystemen. Das hat aber genauso wenig wie vor 8 Jahren Safety and Security wenig die Bevölkerung interessiert. Trotzdem gibt es da ein paar Aspekte in dem Buch, die heute wichtig sind. Ich habe mich in der Vorbereitung vorhin nochmal tagesschau.de geklickt und da wird die Kanzlerin zitiert, dass sie sagt, wir haben eine bessere Kontrolle gewonnen. Und das ist eine relativ interessante Aussage, weil 2 Kernbegriffe drinstehen, die eng mit meinem Fachgebiet verbunden sind und wo ich auch versuchen möchte, auf Ihre Frage, die zwar sehr einfach klingt, aber nicht einfach zu beantworten ist. Zunächst, mein Fachgebiet heißt immer, man soll irgendwas optimieren. Aber im Angelsächsischen sagt man, Operation Research is a science of making better. Und das ist, was eben gesagt wurde. Wir haben eine bessere Kontrolle bekommen. Kontrolle für was? Wenn ich diese beiden Pole habe, zwischen Auslöschung einerseits und andererseits, dann steht immer diese Reproduktionszahl im Mittelpunkt. Und ich von meiner Seite als Systemwissenschaftler sehe, ich glaube, die große Herausforderung ist von wissenschaftlicher Seite,
diese Zahl R nicht nur unter 1 zu halten, sondern auch um die 1 zu halten. Das heißt, wenn wir diese Zahl auf 0, also möglichst klein machen, ist das genauso zielführend, wie wenn sie drüber geht und dann eben dieses exponentielle Wachstum passieren wird. Das ist nicht ganz so einfach, systemwissenschaftlich zu balancieren. Und gleichzeitig, und das meint vielleicht auch die Bundeskanzlerin mit Kontrolle, wir müssen es sozusagen um diesen Zahlenwert 1 kontrollieren. Aber die Herausforderung ist dann natürlich auch, wie geht die Gesellschaft mit dieser Balance um? Denn pauschal wird man natürlich sagen, man möchte möglichst schnell, dass dieses Zahl R ganz auf 0 gedrückt wird und dass es schnell alles vorbeigeht. Aber die Frage ist, wie kann ich sozusagen diesen Zustand, und das meint auch eben Martin Zeidler, operativ in so einer Art Balance handeln? Und da ist es eben wichtig, dass man nicht nur den Virologen, nicht nur meine Person als Systemwissenschaftler oder den Operateur, sondern vor allem auch interdisziplinäre Ansätze verfolgt. Und das ist ja auch das Ziel des DKKV. Das heißt, dass man von der gesamt ganzheitlichen medizinischer Sicht, dass man eine psychologische Sichtweise und auch ein modernes Gesundheits- und Risikomanagement mit einbezieht in die Betrachtung. Vielen Dank, Professor Pickel. Eine Frage an Martin Zeidler. Sie haben eben die föderale Verfasstheit schon angesprochen und durchaus etwas problematisiert, wenn ich Sie da richtig verstehe. Vielleicht könnten Sie auch noch mal ausführen, was aus Ihrer Sicht durchaus positive Aspekte von den föderalen Strukturen sind und was problematisch ist, wobei Sie dazu ja auch schon Ausführungen gemacht haben. Was sind da die Vor- und Nachteile aus Ihrer operativen Sicht? Vielleicht fangen wir mit den Vorteilen an. Also Vorteile sind sicherlich, dass es eben eine Vielzahl von Meinungen gibt, die in den Raum geworfen werden, die diskutiert werden, wo man Pro und Contra abwägen kann und wo man dann gemeinsam eine Entscheidung trifft, die dann auch funktionieren kann. Das ist soweit einer der wesentlichen Vorteile, was die Vielfalt eben betrifft und was auch die Diskussion in die Entscheidungsfindung befruchtet. Nachteil jetzt aus rein operativer Sicht ist es natürlich die, wenn man jetzt aus einer Einsatzbehörde kommt und Einsatzstrukturen kennt und gewohnt ist, dann ist es immer relativ klar, eine Entscheidung und eine Führungsrolle muss immer zentralisiert nach oben abgebildet sein. Insofern muss man jetzt einen Spagat finden, wie man ein politisches System, was wir in Deutschland haben und was ja auch gut so ist, wie es ist, dahingehend vielleicht noch ein Stück erweitern kann, dass man einfach sagt, man muss ja das System nicht umwerfen, um Prozesse zu verbessern. Das heißt, man muss einfach Mechanismen finden, dass man sagt, bis zu welchen Entscheidungsgrad oder bis zu welchem Entscheidungslevel funktioniert es in den Strukturen, die wir haben, mit den Abstimmungsprozessen, die wir haben. Wann muss man vielleicht auch Verantwortungsübergänge definieren? Das muss also eher ein fließender Prozess sein. Das ist halt aus Sicht eines Einsetzers, der das operativ nachher umsetzen soll, eigentlich praktischer und der stringentere Weg zu sagen, wir haben klare hierarchische Strukturen, wie es funktioniert. Aus Sicht der Bevölkerung ist es so, wenn ich jetzt betroffener Bürger bin, und das bin ich ja auch, ist es mir als Bürger natürlich schwer vermittelbar, dass für einen Menschen, der in Nordrhein-Westfalen wohnt, Regeln A, B und C gelten, für einen Menschen, der in Rheinland-Pfalz wohnt, Regeln D, E und F. Und jetzt wohne ich vielleicht noch an der Grenze und frage mich dann noch, wie soll das denn funktionieren? Der eine sagt, ich muss so geschützt werden, der andere sagt, ich muss anders geschützt werden. Also das ist so bei der Wirksamkeit der Maßnahmen eine der Herausforderungen. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu dem absolut berühmten Reproduktionsfaktor, auch eher etwas provokanterer Natur. Jetzt bin ich von Hause aus Mathematiker und liebe es eigentlich mit Zahlen zu spielen. Die einfachste Form, so einen Reproduktionsfaktor zu berechnen, ist ja eigentlich nur teile die Zahl der täglich Genesenen durch die Zahl der täglich Neuinfizierten. Dann betrachtet man das noch über einen Tageszeitraum X, der willkürlich wählbar ist, und damit hat man einen gewissen Spielraum in Reproduktionszahlen auch, sagen wir mal, zu etablieren und auszurechnen. Und dann kann man sogar noch, wenn man es interpoliert, eine Prognose für die Zukunft abgeben. Insofern ist, glaube ich, das starre Festhalten nur an Zahlen ist
einerseits gut, dass man eine Zahl hat, auf der anderen Seite muss man es auch immer wieder ins Licht rücken und relativieren, was ist der Aussagewert einer Zahl. Und ich finde es dann immer interessanter zu sagen, wie entwickeln sich die absolut infizierten Zahlen unterm Strich und nicht die Zahl der Gesamtinfizierten, sondern einfach die Zahl der Gesamtinfizierten abzüglich der Genesenen. Und das ist ja eigentlich die repräsentative Zahl für weitere Infektionen. Das nur noch so als Ergänzung zum Reproduktionsfaktor. Vielen Dank, Martin Zeidler. In dem Kontext gibt es auch eine Frage im Chat. Ich nutze die Gelegenheit, darauf hinzuweisen, dass es zwei Möglichkeiten gibt, sich in die Diskussion einzuschalten. Zum einen, indem Fragen im Chat platziert werden. Hier unten auf der Leiste gibt es das Icon Chat, kann man anklicken und dann die Nachrichten eintragen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich zu melden, indem eine blaue Hand gehoben wird. Das finden die, die noch nicht mit Zoom gearbeitet haben, auch hier unten auf der Zeile. Und da gibt es den Icon Teilnehmer. Und dann hat man die Möglichkeit, da die blaue Hand anzuklicken. Das sehen wir dann und dann nehmen wir sie auch gerne und schnell dran. Es gibt jetzt eine Frage im Chat, die sich an Herrn Professor Pickel richtet. Nämlich die Frage, warum es aus Ihrer Sicht sinnvoll ist, die Reproduktionszahl um 1 zu halten. Professor Picke. Ich sage das nochmal als Nicht-Virologe, ich sage das als Systemwissenschaftler und der auch sozusagen so ein System kontrollieren möchte. Ich habe ja am Anfang gesagt, ich glaube, die Grundherausforderung ist ja sozusagen, diese beiden Pole zu berücksichtigen. Man wünscht sich einerseits die komplette Auslöschung dieses Virus. Auch das wäre sozusagen denkbar. Das ist natürlich im internationalen Kontext kaum machbar und wäre wirtschaftlich noch herausfordernder, als es momentan schon die gesamten Staaten und Nationen belastet. Das andere Extrem wäre sozusagen die gesamte Durchseuchung der Gesellschaft. Auch das wäre sozusagen möglich, wäre ein Riesenaufwand, würde natürlich die Gesundheitssysteme extrem belasten. Wir wissen ja derzeit auch noch nicht sozusagen, wenn eine Person schon mal erkrankt ist und dann wieder genesen ist, wie lange sie auch immun ist. Aber die Frage ist ja, man möchte sozusagen so eine Art Grundimmunisierung ja langsam auch in dieser Gesellschaft erreichen. Denn das Problem ist, wir haben momentan weder einen Impfstoff noch ein Medikament. Und ich weiß nicht, ob Sie diesen, also ich spreche jetzt genau auch den Personen an, die die Frage gestellt hat. Es gab immer im März dieses Schlagwort Flatten the Curve. Also das bedeutete, dass diese Kurven sozusagen eigentlich, man hat schon diesen Anstieg der Infektionen. Und diesen Anstieg der Infektionen werden wir sozusagen, wir können das nicht auf Null drücken. Was wir aber können, wir können diesen Anstieg sozusagen ein bisschen, ich sage es mal umgangssprachlich, in die Länge ziehen. Und es ist jetzt schade, wenn ich hinten einen Flipchart hätte, dann könnte ich als Wissenschaftler Ihnen das zeigen. Man kann jetzt für jedes Land eine Linie markieren. Was ist sozusagen die Belastungsgrenze, die ein Land oder eine Region sozusagen an freien Kapazitäten von diesen hochspezialisierten Intensivstationen zur Verfügung hat. Und dann gucke ich sozusagen, wann dieser Infektionspeak, dass der immer noch gerade drunter liegt. Das heißt, ich schiebe sozusagen diese Infektionswelle kontrolliert vor mir her. Und das ist ja auch das Interessante, wenn Sie, ich habe mir da auch vorhin die Zahlen, ich hoffe, sie sind verlässlich. Wir haben derzeit in Deutschland, Stand heute, laut aus dem Internet, ca. 180.000 Infizierte. Italien hat 230.000 Infizierte. Im Vergleich dazu hat Italien laut dieser Statistik knapp unter 33.000 tragische Todesfälle. In Deutschland ist es weniger wie ein Viertel.
Und das ist sozusagen das Interessante. Wie kann ich kontrolliert diesen Kurve sozusagen so ausbalanciert, so kontrollieren, dass ich trotz dieser hohen Infektionszahl es vermeide, dass sehr viele Leute eben sterben, beziehungsweise umgekehrt, wie kann ich mein Gesundheitssystem oder auch die Systeme, die Martin Zeidler vertritt, optimal an diese Gefährdungssituation anpassen. Aber es ist auch so, um das sachlich korrekt zu machen, bräuchte man jetzt auch 10 Minuten, um das deutlich zu machen, warum man eben nicht auf Null geht oder nicht sozusagen die Extremlinie, sondern dass man das eben versucht, knapp darunter zu halten. Vielen Dank, Professor Pickel. Ich habe Daumen hoch gesehen von Pablo Grimm, der die Frage im Chat gestellt hat. Ich nehme natürlich gerne weitere Diskussionsbeiträge und Fragen in dem Kontext auf, würde aber den Ball, den Herr Pickel sozusagen gerade getreten hat, an Martin Zeidler weitergeben. Wie denn aus Ihrer Sicht Institutionen wie das THW ausgestattet sein müssen, um in solchen Situationen optimal agieren zu können? Das ist eine Frage, die ich aus Organisationssicht immer nur so beantworten kann. Wir sind nie hinreichend gut genug ausgestattet. Und ich glaube, das wird auch jede andere diesbezügliche Organisation im Bevölkerungsschutz immer wieder so sagen können. Aber was heißt das hinreichend gut ausgestattet? Ich meine, wir haben, wenn wir jetzt organisationsintern bei uns gucken, eine hinreichende Sensibilität, was Infektionen, Infektionsschutz anbelangt, erzeugt. Und ich glaube, auch das ist nicht zu unterschätzen. Man muss die Menschen mitnehmen, man muss transparent kommunizieren, man muss schauen, was sind die Vor- und Nachteile. Man darf keine Geheimnisse draus machen, weil nur wenn man die Risiken kennt, kann man denen auch begegnen. Und wir haben jetzt auch geschaut, dass wir organisationsintern möglichst wenig Infektion bekommen oder reintragen und Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Und ich glaube, da sind wir nicht alleine. Das wird jede Feuerwehr getan haben. Das würde jede andere Organisation auch getan haben, die ein Stück weit systemrelevant ist. Auf der anderen Seite muss man eben auch gucken, was dieser Reproduktionsfaktor eigentlich nun bedeutet. Der bedeutet ja erstmal auch nur die Zahl der erkannten Infizierten. Wir haben es bei Beispielen von Massentests oder von größeren Tests in Unternehmen gesehen, es gibt eine größere Zahl von Dunkelziffern, die wir gar nicht wissen. Das heißt, man muss durchaus von einer größeren Zahl von Infektionen auch noch ausgehen. Und wir haben es jetzt aus wieder operativer Sicht gesehen, was das in Deutschland bedeutet hat. Man braucht Schutzausstattung, nicht nur an einer Stelle, man braucht sie an unwahrscheinlich vielen Stellen, zu unwahrscheinlich vielen verschiedenen Zwecken und Anlässen. Mal muss es medizinische Ausstattung sein, mal muss es Schutzausstattung für die Einsatzkräfte sein, die in den Gebieten unterwegs sind. Und dann stellt sich natürlich die Frage auf die Schnelle, wo kommt das Ganze her und wie kriegt man es organisiert? Und das ist halt auch einer der Punkte, was in der Lage jetzt, weil sie für alle zwar bekannt war, theoretisch bekannt war, dass sowas kommen kann, aber niemand ernsthaft daran gedacht hat, dass sowas tatsächlich auch mal kommen wird und mit welcher Dimension und Auswirkung es kommen wird, natürlich dann viele Menschen vor die Frage gestellt hat, wie kann jetzt der Bedarf an Schutzausstattung gedeckt werden. Es gibt natürlich eine gewisse Grundvorsorge, die man hat, aber das on top, obendrauf, szenarienbasiert und einsatzspezifisch, das ist immer was, was durchaus nicht ganz einfach zu lösen ist. Und da kann man auch nahtlos gerne weiter die Frage im Raum stellen, was muss man denn tun, damit das zukünftig besser gelöst werden kann? Das ist sicherlich was, was man jetzt basierend aus der Erfahrung dann ziehen kann. Könnte man ja den Schluss ziehen, jetzt muss man sich ein gewisses Kontingent an FP2-Masken und OP-Masken, wie die Masken alle heißen, an Schutzanzügen, an Desinfektionsmitteln, aufs Lager legen, damit man für den nächsten Fall, der kommt, eben gerüstet ist. Aber wer weiß bitte schön heutzutage schon, was ist der nächste Fall? Und ist der nächste Fall dann vielleicht ein anderes Ereignis oder ein Starkregenereignis gepaart mit einer pandemischen Lage oder was auch immer man sich vorstellen mag? Und auch da wird man dann sich wieder die Frage stellen, weil gewisse Dinge da auch eben Mangelware sein werden, müssen wir uns künftig das wieder vorhalten und auf Halde legen.
Und so kann man diese Spirale immer weiter drehen, dass man die Frage stellen muss, was ist eigentlich genug und was ist nicht genug. Und aus Fazit aus meiner Sicht ist eigentlich, es muss schon so sein, dass es eine gewisse Grundbefähigung gibt, gewisse Grundverhaltung da ist, in den spezifischen Sparten, je nach Sparte, was die Aufgaben sind. Bei Organisationen wie Bevölkerungsschutz unterwegs ist sicherlich eine gewisse Grundflächen- und Breitenausstattung, aber man wird niemals eine komplett zufriedene Ausstattung oder Vorhaltemaßnahmen in einzelnen Bereichen haben können, die für alle möglich denkbaren Szenarien dann ausreichend sein würden. Ich glaube, das wäre auch unredlich, wenn sich jemand irgendwo hinstellt und das behauptet. Ich frage vielleicht mal ganz konkret nach Thema Bevorratung, der in der Bevölkerung auch viele beschäftigt. Hätte aus Ihrer Sicht auch eine andere Bevorratung stattfinden müssen? Also im Nachhinein betrachtet, wenn man gewusst hätte, dass eine Pandemie kommt, hätte man 3 Monate, bevor die Pandemie denn dann eintritt, durchaus die Schutzausstattung auf dem Markt beschaffen können und hätte sie dann bevorratet, wenn die pandemische Lage beginnt, hätte man hinreichend Schutzausstattung gehabt. Das Problem ist nur, es kann keiner in die Glaskugel gucken. Das heißt, man weiß ja nicht, welche Lage kommt. Und wenn man sich für alle denkbaren Szenarien, die man sich in irgendeiner Art und Weise auch nur vorstellen könnte, und auch die Kombination von denen, das macht das Ganze dann ja noch schwieriger, überlegt, was müsste man alles bevorraten, würde man, glaube ich, aus dem ganzen Bevorraten gar nicht mehr rauskommen. Ich glaube, trotz so wichtig Bevorratung an gewissen Grundgütern auch ist, und dazu zähle ich mal Treibstoff, ich zähle gewisse Ernährungsvorsorge und ziehe mal alle Luxusgüter und solche Dinge ab, weil Strom werden wir brauchen, das sind so Dinge, die müssen einfach vorhanden sein. Aber man wird nicht alles bevorraten können. Und bevor man über das Thema Bevorraten von Einzelsegmenten intensiver nachdenkt, sollte man sich lieber erstmal die Frage stellen, welche Prozesse und welche Überlegungen kann ich denn im Vorfeld anstellen, damit ich nachher, wenn eine wie auch immer geartete Lage kommt, dann auch entsprechend reagieren kann oder die gewissen Prozesse abspulen kann. Ich mache das jetzt am Beispiel der Pandemie. Man hätte vielleicht im Vorfeld sich bei einem Pandemieszenario überlegen können, wie komme ich an Schutzausstattung, an Masken, an Handschuhe, an die konkreten Dinge, gerade auch für den medizinischen Bereich dran, wenn die Hauptlieferanten oder die Hauptlieferketten mal nicht funktionieren. Das sind Dinge, die müsste man im Vorfeld mal durchspielen und dann im Falle eines möglichen Eintritts eines solchen Szenarios zumindest schon mal eine Idee zu haben, wie geht man mit sowas um. Anderes Beispiel, es gibt ja die Sicherstellungsgesetze in Deutschland, die in gewissen Bereichen auch gesetzlichen Regeln, was sicherzustellen ist und wie das funktionieren kann. Auch da gibt es aber Bereiche, zum Beispiel Transportleistungssicherstellung. Bei der Transportleistungssicherstellung reicht es ja auch nicht, wenn man sagt, okay, im Falle eines Falles hat man die Möglichkeit, auf Speditions-LKWs zuzugreifen. Man muss ja sich auch gleichzeitig die Frage stellen, wer fährt die LKWs denn dann? Und wer kann die denn, wer fährt sie heute? Und was ist, wenn das Klientel, was die LKWs heute fährt, dann wieder wegbricht? Was gibt es für Alternativlösungen? Das heißt, man kann durchaus im Vorfeld, bevor man intensiv über die Menge an Bevorratungen nachdenkt, durchaus mehr Energie darauf verwenden, zu gucken, was gibt es für mögliche Szenarien, was gibt es für Prozesse und was gibt es für Pläne B, C, D, E, E, F, die dann hinten dran gezogen werden können, wenn eben ein Szenario mal eintritt. Und auch da bin ich realistisch. Die Pläne werden nie so eins zu eins zu ziehen sein. Man wird immer eine Kombination aus mehreren haben. Aber man hat zumindest schon mal, wenn man ein Szenario aus der operativen Sicht bis zu Ende durchdacht hat, eher mal die Idee, was muss man tun, was könnte man tun. Und man ist, glaube ich, dann besser einer solchen Situation gewappnet. Entschuldigung? Herr Pickel, bitte. Was man vielleicht an dieser Stelle oder was ich gerne persönlich auch positiv hervorheben möchte. Martin Zeidler kann das bestimmt von der Logistik viel besser noch beschreiben und definieren. Was mich sehr beeindruckt hat, war im März oder Ende Februar auch die Entscheidung der Deutschen Bahn. Ich sage es mal überspitzt, weiterhin leere Züge durch Deutschland fahren zu lassen. Ich fand das aus zwei Gründen sehr, sehr
klug und auch vorbildlich. Zum einen haben Sie nämlich genau die Personen, die darauf angewiesen waren, trotzdem noch zwischen den Metropolen zu pendeln oder hin und her zu reisen und an wichtigen Sitzungen teilzunehmen, die Möglichkeit, dass regelmäßig ein Verkehrsmittel gefahren ist. Das Zweite war, dass Sie weiterhin, sage ich mal, nicht den Fahrplan unnötig ausgedünnt haben, war, dass in diesen Zügen es relativ in Hinsicht auf diese vorhandenen Hygienekonzepte unkritisch war oder auch relativ sicher war zu reisen. Und das Dritte, und da sehe ich wieder auch die Besonderheit des DKKV, weil man sich dem Problem, sage ich mal, von einer ganzheitlichen Perspektive nähert. Ich habe damals immer darüber nachgedacht, was wäre gewesen, wenn die Bahn sehr schnell als, sage ich mal, Global Player in Deutschland gesagt hätte, wir lassen nur noch ein Viertel der Züge fahren oder nur ein Zehntel. Das hätte auch für die Bevölkerung einen psychologischen Effekt gehabt. Und diese unsichere Situation, die ja ohnehin schon in vielerlei Hinsicht eine gewisse Dramaturgie gehabt hätte, wäre noch dramatischer geworden. Und von daher denke ich, was Martin Zeitler sagte, dieses Verständnis von komplexen Lieferketten, von komplexen Infrastrukturen nicht nur zu verstehen, sondern auch aufeinander abzustimmen, gerade in solchen Krisensituationen, die eigentlich in dieser Form keiner so vorhergesagt hat. Es wurde sogar vom World Economic Forum letztes Jahr so eine kleine Pandemiestudie weltweit durchgeführt, aber ich glaube, von der Tragweite hat sie nicht an diese Dimension, die wir jetzt beobachtet haben, herangereicht. Und da, denke ich, sind solche Beispiele mit Sicherheit positive Beispiele. Vielen Dank, Herr Professor Pickel. Sie haben jetzt beide Szenarien angesprochen, die es sehr komplex zu durchdenken gibt. Aber ich habe Sie beide auch so verstanden, dass diese Szenarien nicht in dem notwendigen Maße ausgearbeitet vorlagen zur Vorbereitung auf die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Vielleicht könnten Sie dazu noch mal was sagen. Also wie schätzen Sie die Vorbereitung auf eine derartige Lage ein? Und wie müsste das besser werden, wenn das Ihre Einschätzung ist, dass das besser werden muss? Und wer sollten da die relevanten Player sein? Herr Zeitler. Fange ich vielleicht mal an. Das sind auch ganz praktische Dinge, die eigentlich im normalen Leben selbstverständlich sind und wenn die Wirtschaft gut funktioniert und wenn die Gesellschaft gut funktioniert, auch gar kein Problem darstellen. Aber ich mache es an einem Beispiel vielleicht deutlich. Wir haben als THW übernommen die Aufgabe, die zentral vom Bund beschafften Hygieneausstattungen, ob das nun Masken, Desinfektionsmittel oder was auch immer war, in Deutschland dann zu verteilen. 15% gingen an die Bundesressorts, 85% gingen an die Bundesländer. Und das ist ja eine vermeintlich relativ einfache und simple Aufgabe. Es gibt ein paar Logistikstützpunkte oder wird Ware angeliefert und man transportiert das dann von A nach B. In normalen Zeiten würde ich mal sagen, das schafft jedes mittlere Logistikunternehmen und aus THW, aus dem FF, ohne sich irgendwie Gedanken zu machen. Aber alleine das, was da an Randerscheinungen reinspielte, gerade in der Ausnahmesituation, unter der Notwendigkeit, dass jetzt zwingend und dringend gute Ausstattung beschafft werden musste, gab es natürlich auch den einen oder anderen, der vielleicht nicht ganz die Qualität, die gefordert war, an den Start gebracht hatte. Da gab es Störfeuer. Dann war aufgrund der gesamten Menge in so kurzer Zeit diese Menge zu beschaffen und zu besorgen, gab es dann noch wieder Diskussionen und Irritationen, wie viel kommt von welcher Ware nun wirklich am Punkt A oder Punkt B an. Also diese ganz praktischen operativen Dinge, die im normalen Leben eigentlich völlig irrelevant sind, weil die laufen einfach, sind in solchen Szenarien, glaube ich, manchmal auch der Punkt, wo sehr viel Zeit, Energie und Ressource reingesteckt wird. Ich denke, und das ist auch meine Überzeugung, dass man in solchen Sachen, wenn man Szenarien durchdenkt und Prozesse durchdenkt, auch die praktischen und die rein selbstverständlich erscheinenden Dinge nicht außer Acht lässt. Ich sagte das vorhin ja schon mal bei dem Beispiel, wenn man LKWs bereitstellt, um von A nach B zu fahren,
wenn das Hauptklientel der Lkw-Fahrer heutzutage eben aus osteuropäischen Ländern kommt und die nicht mehr nach Deutschland können, um Lkws zu fahren oder durch die Logistikketten, die Lkws nun mal nicht in Deutschland sind, sondern irgendwo stehen, sind das Dinge, dann hilft mir die Möglichkeit, Lkws bereitzustellen, was theoretisch erstmal gut ist, ziemlich wenig. Aber die ganzen kleinen Dinge in der praktischen Umsetzung, in den Szenarien, die müssen mitdurchdacht werden. Und jetzt in einem konkreten Beispiel kann man jetzt im Nachhinein wirklich sagen, jetzt weiß man es, aber vielleicht hätte man sich im Vorfeld Gedanken machen können, wie bekommt man eine Masse von Schutzausstattung eben organisiert und beschafft oder produziert, wenn die Hauptlieferanten wegbrechen und wenn man alles nach Möglichkeit von jetzt auf gleich braucht. Oder wie kriegt man es vielleicht auch, das ist natürlich eine grenzwertige Sache, was persönliche Freiheiten anbelangt, wie kriegt man es gesteuert, dass die Güter, die an Stelle A und B gebraucht werden, auch wirklich zu Stelle A und B kommen und nicht bei der Stelle C und D landen. Und da schreibe ich auch den Medien eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe zu, weil da wird ja auch kommuniziert, was passiert, was gebraucht, was nicht gebraucht wird. Und da werden ja auch teilweise die ein oder andere Irrmeinung in Deutschland verbreitet sich dann. Und das sind Sachen, die in solchen Lagen durchaus nicht zur Vereinfachung beitragen. Vielen Dank. Das ist ja auch ein Thema, das uns im Deutschen Bundestag im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes beispielsweise oder auch des zweiten Bevölkerungsschutzgesetzes intensiv beschäftigt hat. Ja, bis hin zu der Frage, muss man in einer solchen Situation als Bundesregierung auch die Möglichkeit haben, beispielsweise Unternehmen zu beschlagnahmen, faktisch dazu zu zwingen, bestimmte Waren zu produzieren, was ja auch keine einfache Fragestellung ist, die aber im Rahmen der Novellierung des Infektionsschutzgesetzes mit Ja beantwortet wurde im Deutschen Bundestag vor wenigen Wochen. Aber Herr Professor Pickel, zum Thema Szenarien, waren die ausreichend und was muss besser werden? Ich wollte das ja ein bisschen ergänzen, was Martin Zeitler eben sagte von wissenschaftlicher Seite. In der Regel ist es ja heute so, wenn Sie zwei Wissenschaftler haben, dann haben Sie drei Experten am Tisch und jeder behauptet auch für sich, er ist der größte Experte. Sie haben am Anfang sehr zurückhaltend das DKKV als Verein oder Interessensverbund dargestellt. Das DKKV hat ja eigentlich eine 30-jährige Geschichte als Deutsches Komitee für Katastrophenvorsorge. Und Benny Thiebes und ich haben vor 2 Jahren schon gesagt, also eines der Kernkompetenzen ist eigentlich Early Warning, also Frühwarnung. Und als Anfang im Februar, als es anfing und die Zahlen veröffentlicht wurden weltweit von Italien oder von China, da ist immer eine amerikanische Universität aufgetreten. Also ich nenne jetzt nicht den Namen, aber die wurde, glaube ich, bis vor 3 Wochen immer noch Redenabend genannt. Und ich habe damals zu meinen beiden Kindern gesagt, eigentlich könnte das der Herr Thiebes auch im Februar. Ja, also die erste Frage ist, warum wurden denn diese Daten damals nicht von einer nationalen Behörde oder Institution präsentiert? Die zweite Frage, wie wurden sie präsentiert? Und was würde man sich, und da knüpfe ich jetzt an Ihre Frage an, eigentlich für die Zukunft wünschen? Ich glaube, man würde sich generell eine bessere, eine tiefere Datenevaluation und Aufbereitung wünschen. Und man würde sich vor allem auch Querschnittsstudien wünschen. Das wird jetzt sehr wahrscheinlich alles kommen und wir werden wahrscheinlich mehr Statistiken zur Verfügung haben, als wir überhaupt studieren können. Aber was meine ich mit Querschnittsstudien? Martin Zeitler sagte schon, der Vorteil des föderalen Systems ist, dass wir auf Unterschiede reagieren können. Es gibt beispielsweise Bundesländer, die sind viel dünner besiedelt, deswegen sind da auch weniger Corona-Fälle. Das heißt, wir können auch andere Maßnahmen vollziehen. Ziel des DKKV ist es aber zu sagen, stopp, vielleicht ist der Grund, dass da weniger Corona-Fälle sind, nicht nur, weil die dünner besiedelt sind, sondern weil da vielleicht auch eine ganz andere Altersstruktur ist. Das heißt,
diese Datenanalyse ist oft viel sensitiver, als man eigentlich denkt. Es gibt einen renommierten Mainzer Professor, der nicht im Mainstream mitdiskutiert, der beispielsweise sagt, das Interessante ist, dass beispielsweise in Italien an den Stellen die meisten Fälle am Anfang zu beobachten waren, die in Europa zu den Orten zählen, die die höchste Luftverschmutzung aufweisen. Das heißt, wie sind solche Aspekte zu sehen? Muss ich nur Ballungsräume sehen oder muss ich auch berücksichtigen, wie ist dort beispielsweise die Luftverschmutzung? Wie sieht die Kontakthäufigkeit im öffentlichen Nahverkehr aus? Und das ist das, was ich eben am Anfang sagte, man muss besser Early Warning Systeme vorbereiten, man muss sie besser konzipieren, aber wichtig ist immer eine interdisziplinäre Betrachtung und auch Analyse. Vielen Dank, Herr Professor Pickel. Ich will gerne nochmal unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer auffordern, sich auch in die Diskussion mit einzuklinken, mit Fragen und gerne auch Anmerkungen und eigenen Einschätzungen der Situation. Da sind wir natürlich auch sehr interessiert dran. Ansonsten würde ich nochmal eine Frage an beide richten, Herr Zeitler und Herr Professor Pickel, auf der Grundlage der Erfahrungen mit der aktuellen Situation und der Covid-19-Pandemie. Was wären Ihre Anforderungen an die Politik auf den unterschiedlichen Ebenen? Was müsste von Seiten der politischen Player geleistet werden? Fange ich vielleicht mal wieder an. Ich glaube, wir müssen uns in Deutschland davon ein Stück weit trennen, dass wir zu sehr in Zuständigkeiten denken und dass wir zu sehr in regionalen Verantwortungen denken. Es ist gut, regionale Verantwortung zu haben, das ist der eine Punkt. Auf der anderen Seite müssen wir, glaube ich, ein Stück weit dazu hinkommen, auch in der politischen Diskussion, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten und situative Prozessverantwortlichkeiten vielleicht ein Stück weit zu trennen. Dass man durchaus immer mal unterscheidet, sicherlich ein Ministerpräsident, eine Ministerpräsidentin hat gewisse Verantwortlichkeiten, gewisse Befugnisse, keine Frage. Ist auch alles gut, wie es ist, will ich auch gar nicht schlecht reden oder wegdiskutieren. Aber die Frage ist einfach, wenn wir grenzübergreifende, länderübergreifende Szenarien haben, wo Bevölkerung betroffen ist, ist das ja erstmal das primäre Ziel, dass ihr geholfen wird, das möglichst umfassend. Und da muss man schauen, muss man vielleicht Mechanismen etablieren, dass man sagt, unter Beibehaltung der originären Zuständigkeiten muss man trotzdem bei gewissen übergreifenden Szenarien unterscheiden in Prozessverantwortung und Prozessverantwortung durchaus auch mal übergeben. Dass man die Verantwortlichkeit zwar behält, aber die Einzelprozessverantwortung zur operativen Abarbeitung von Einsätzen und Einsatzstrukturen dann auch ein Stück weit eben noch abgeben kann. Ich glaube, wenn man da es schaffen könnte, eine Trennung hinzubekommen, würde das jetzt nicht das Alleinmittel sein, aber vielleicht in dem einen oder anderen Bereich durchaus für weniger Reibungsverluste sorgen. Vielen Dank für diese auch sehr konkrete Antwort, Herr Professor Pickel, aus Ihrer Sicht. Also ich glaube, das Beeindruckende in den letzten 3 Monaten ist Folgendes, auch wenn ich das als Wissenschaftler sagen kann hinsichtlich Digitalisierung. Wenn Sie, liebe Frau Dörner, letztes Jahr im Sommer vorgeschlagen hätten, dass Sie an den deutschen Unis wünschen, dass 50% der Veranstaltungen in digitaler Form stattfinden soll und 30% der Dienstreisen auch auf Zoom-Meetings umgestellt werden soll, um der Umwelt was Gutes zu tun, dann hätten Sie das nicht durchgesetzt bekommen im letzten Sommer. Und Sie wären wahrscheinlich noch als Träumerin verschrien worden. Wenn man jetzt sieht, es sind mehr wie 50%. Es ist fast ein digitales Semester, auch an den Schulen ist vieles umgestellt. Man wird nicht alles so beibehalten wollen,
Aber man sieht eigentlich, es ist oft mehr möglich, als man denkt. Und es ist auch mehr möglich, als man in einer gewissen Utopie auch denkt. Was ich mir konkret von der Politik wünschen würde, auch da, es ist das Webinar des DKKV. Ich bin dem DKKV seit 8 Jahren ehrenamtlich verbunden. Das heißt, ich habe da keine Unternehmensaktien oder auch keinen Vorteil, wenn ich das jetzt sage. Aber ich finde auch meine Erfahrung heraus von der Janusgruppe und von anderen interdisziplinären Zentren und auch Plattformen, dass gerade so eine Krise wieder zeigt, wie wichtig solche zarte Pflänzchen in der Universitäts- und auch Wissenschafts-Community-Landschaft sind. Und da wäre es gut, wenn man jetzt nicht nur von der kurzfristigen Euphorie profitiert, sondern dass es für solche Zentren langfristige Möglichkeiten gibt, gute Forschung und gute Begleituntersuchung zu solch kritischen Situationen durchzuführen. Vielleicht noch eine Anmerkung dazu von mir, wo gerade das Thema aus dem Bildungsbereich kam. Vielleicht wäre es auch nochmal ein Punkt, den man überdenken sollte, ob wir im Bildungsbereich Herr Seidler war eben nicht hörbar. Dann bin ich jetzt hörbar. Ja, aber Sie müssten das leider wiederholen. Dann fange ich nochmal neu an. Das macht nichts. Ich wollte nochmal den Aspekt, weil das Thema Schule gerade kam. Ich meine, jetzt aus Sicht eines Bundesbürgers habe ich das ja nun auch erlebt und verfolgt, wie intensiv die Diskussion mit Abi und Nicht-Abi und vorgezogenem Abi und verschobenem Abi in Deutschland geführt wurde, wie unterschiedlich sie auch geführt wurde. Und jetzt setze ich mir mal die Kappe von Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit auf. Das ist sicherlich ein Punkt, der nicht zu verachten ist. Und man muss mal schauen, wie wir das in Deutschland vielleicht anders strukturieren können. Und jetzt bin ich bei dem Segment Bildungspolitik. Sind wir da so, wie wir aufgestellt sind, richtig aufgestellt? Und das ist, glaube ich, ein Aspekt, den wir durchaus gerade aufgrund des gesellschaftlichen Diskurses, den ja nun alle mitverfolgen konnten, geführt haben, ein Punkt, wo man das sicherlich nochmal auf den Prüfstand stellen sollte, ob das alles so richtig ist, was wir da tun. War mal ein Blick noch aus einer etwas anderen Sicht. Das ist ein Punkt, den ich sehr teile, ohne die Moderatorinnenrolle hier verlassen zu wollen. Wir haben eine Frage im Chat und ich sehe jetzt auch eine blaue Hand. Ich nehme erstmal die Frage im Chat von Peter Erlhofer. Welche Folgen hat die Corona-Krise für die zukünftige Risikokommunikation? Ist ja auch ein Bereich, mit dem wir uns im DKKV viel beschäftigen. Wer möchte? Ich fange das gerne wieder an. Ich glaube schon, dass es zumindest kurzfristig Folgen haben wird. Die Frage ist, und das ist bei jeder, wie auch immer gearteten Szenario so, wie nachhaltig ist die Kommunikation und die Risikokommunikation? Ich glaube, wir werden ein Stück weit lernen müssen und auch die Erkenntnisse dann mal auswerten müssen, dass wir im Zuge der von Krisenkommunikation vielleicht auch durchaus mal andere Wege beschreiten sollten. Das ist sicherlich, und das hat auch ja Deutschland gezeigt im Vergleich mit anderen Ländern, ein richtiger und guter Weg ist, ein offene, transparente und tatsachenbasierte Kommunikation zu führen. Und ich glaube, das wird sich auch auf Basis der Erfahrungen, die wir in der Pandemielage hatten, noch ein Stück weit weiter fortsetzen. Ich glaube, die schwierigere Aufgabe ist aber, das auch nachhaltig zu etablieren und auch so umzusetzen und fortzusetzen, dass es eben auch dann immer auch in einer nächsten Lage, wie die auch immer gestaltet ist, so wieder stattfinden kann. So viel erstmal vielleicht das erste Einschätzen von mir. Vielen Dank, Professor Pickel. Also ich denke, das ist eine sehr gute Frage von Ihnen und ist auch ein sehr zentraler Punkt. Als wir, sage ich mal, wenn ich jetzt auch so ein bisschen ins Auditorium schaue, Studenten waren, gab es damals dieses Buch von Ulrich Beck, Die Risikogesellschaft. Der Herr Krim nickt. Herr Krim, ich mache jetzt etwas, was vielleicht wissenschaftlich nicht ganz korrekt ist, aber vielleicht auch ein bisschen das Ganze überzieht. Dieses Buch
ist damals erschienen, als ich Leistungskurs Physik gemacht habe, mit großer Euphorie 4 Wochen vorm Abitur noch in Biblis ein Kernkraftwerk besichtigt habe. Und wenn das Buch rausgekommen wäre, ohne dass Tschernobyl passiert wäre, würden wir heute das Buch nicht zitieren. Und das ist genau, was Frau Dörner meint. Manche Ereignisse haben so Symbiose. Und damals hat genau dieses Buch parallel zu Tschernobyl unwahrscheinlich an Bedeutung genommen, wurde über 10, 15 Jahre und ist heute natürlich noch aktuell. Aber die Frage ist sozusagen, was wird die nächsten 10, 20 Jahre die Lehre aus Corona sein? Was werden wir mitnehmen? Und das finde ich wichtig, dass Frau Dörner genau das anspricht. Es geht jetzt nicht darum, für die nächsten 4 Wochen Hygienekonzepte zu machen oder auch nicht für die nächsten 6 oder 12 Monate Notfallpläne, sondern wie wird sich das Risikoverständnis und die Wahrnehmung, und Herr Zeitler und ich haben bewusst am Anfang Safety and Security in Beziehung gesetzt. Als ich vor 8 Jahren dazu ein Seminar gemacht habe, wurde ich kritisiert und wurde belehrt, dass das 2 vollkommen unterschiedliche Themen sind, die gerade in Deutschland auch bewusst getrennt werden sollen. Und plötzlich wurde deutlich, dass eigentlich diese beiden Aspekte gar nicht getrennt voneinander gesehen werden sollen. Und das ist, glaube ich, das Besondere eines zukünftigen holistischen Risikoverständnisses, dass man wichtige Aspekte aus der jetzigen Situation mitnimmt, mit weiterträgt. Und ich glaube, das ist alles noch gar nicht vollumfassend geklärt, wie dieser Begriff in 1, 2 Jahren sich konstituieren wird. Vielen Dank, Professor Pickel. Ich sehe jetzt 2 blaue Hände, zum einen von Pablo Grimm und von Manuel Attuk. Und zunächst bitte Pablo Grimm. Ja, hallo. Ich hatte mich gemeldet beim Punkt der digitalen Lehre. Ich selber studiere Soziologie an der Technischen Universität Berlin. Deswegen war ich gerade sehr begeistert über den Beitrag zur Risikogesellschaft, weil das war tatsächlich die erste Vorlesung, die ich in diesem Seminar hören durfte, BEX Risikogesellschaft. Was das angeht mit der Lehre, wenn man das letztes Jahr gefordert hätte, 50% der Lehre nur digital zu machen, wäre das Träumerei gewesen. Das ist tatsächlich so, gerade bei uns am Institut für Soziologie an der TU Berlin ist Digitalisierung so eine Sache für sich. Wir machen die Prüfungsanmeldungen immer noch über die gelben Zettel, wie sie bei uns heißen. Die werden immer noch analog eingereicht. Ganz viel an Studienorganisation passiert eigentlich analog. Und das war eine große Herausforderung bei uns am Institut, das jetzt auf einmal digital zu machen. Und es sind durchaus alle überrascht, wie gut es dann doch funktioniert. Und ich glaube, das ist etwas, was derzeit an vielen Punkten beobachtet werden kann. Ich bin auch beim Technischen Hilfswerk zurzeit relativ viel im Einsatz beim Logistikstützpunkt Berlin, was die Kommissionierung und Verteilung von Schutzmaterial angeht. Das macht das Studium ein bisschen schwierig, aber da habe ich zum Beispiel vor einer Weile einen Post gesehen der Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, wo versucht wurde, irgendwie einen digitalen Lehrbetrieb der Bundesschulen zu etablieren, was dann so ein ulkiges Bild war, wie man dann jemanden sah, der hatte so eine Virtual Reality Brille auf und hielt dazu eine Kettensäge in der Hand und stand im Büro. Also digitale Lehre hat sicherlich Grenzen, aber sie funktioniert an vielen Stellen sehr gut. Also weil nach individuellen Eindrücken gefragt wurde, wollte ich die hier an der Stelle mal eingebracht haben. Vielen Dank. Ich weiß jetzt nicht, ob Herr Zeitler etwas zur Kettensäge an der Stelle sagen möchte, sonst nehmen wir das auch gerne als persönliches Statement. Ich kann auf alle Fälle auch ja für den politischen Raum bestätigen, wie viel dann plötzlich digital möglich ist, ja, wenn es nötig ist. Und das ist sicherlich auch, wenn man das überhaupt so sagen kann, ein positiver Aspekt der derzeitigen Situation, dass in dem Bereich viele Dinge jetzt möglich gemacht werden, wo tatsächlich vor einem halben Jahr noch in breiten Teilen auch meiner Blase, meiner politischen Blase gesagt worden wäre, das ist überhaupt nicht möglich, das umzusetzen.
Ja, gerne noch was dazu zum THW. Ja, manches ist halt gut gemeint und gut gemacht und es gibt Sachen, die sind gut gemeint und nicht so gut gemacht. Stets bemüht, das ein oder andere, will ich auch gar nicht werten und wichten. Es sind natürlich Grenzen gegeben. Auf der einen Seite, viele praktische Ausbildungen kann ich gar nicht digital machen. Wir haben uns auch die Frage gestellt, was können wir an praktischen Grundausbildungsthemen digital schon machen oder nicht. Aber wenn ich eine Kettensäge in der Hand habe, ich glaube, das ist jedem, ob THW oder nicht, klar, dann brauche ich auch einen Baum oder ein Stück Holz, was ich damit sägen kann. Und dann hilft mir alles andere relativ wenig. Auf der anderen Seite ist es aber auch da sehr, sehr überraschend, wie viel auch innerhalb einer Behörde möglich ist. Also Dinge, die im THW vorher sakrosant waren, was Führungslehrgänge sind oder sowas, wo man sagt, das muss immer zwingend an Schulstandorten gemacht werden, geht jetzt auch zumindest in Teilen digital. Natürlich ist es für ein Netzwerk untereinander und Austausch auch immer wichtig, den persönlichen Kontakt zu haben. Aber es ist halt, wie gesagt, dank Corona auch aus dem behördlichen Bereich vieles möglich geworden, was vorher von Verwaltungsabteilungen, von Behörden strikt negiert wurde und als schier unmöglich und nie machbar angesehen wurde. Und ich glaube, das ist in vielen Bereichen so und das ist auch gut so. Und ich denke mir, einige Sachen wird man noch gar nicht mehr zurückdrehen können und auch gar nicht mehr wollen. Vielen Dank. Manuel Atto. Ja, ich bin ein bisschen zu spät gewesen und hatte noch währenddessen zwei Kommunikationen übers Telefon, die dringend waren mit kritischen Infrastrukturbetreibern. Deswegen habe ich vielleicht den Anfang falsch oder nicht komplett mitbekommen. Aber Professor Pickel, Sie haben vorhin noch mal erwähnt, dass Sie Safety und Security so penetrant sozusagen auseinanderdividieren mussten, dass das überhaupt nicht in Ordnung ist, wenn man da irgendwie dann so eine Art Zusammenschluss sucht. Meine Frage ist, warum eigentlich, woher rührt das? Weil was meine persönliche Erfahrung und auch aus meinem Umfeld ist, dass gerade dieses Safety und Security separieren, also sozusagen so eine Art Arbeitsschutz und Sicherheit von Maschinen oder Systemen, IP-basiert, gerade das Problem ist, dass sozusagen die Informatiker sagen, oder jetzt ganz pauschal Informatiker sagen, mach mal IT-Sicherheit und die Ingenieure sagen, wir müssen aber Safety, also Arbeitsschutz, Menschenleben beobachten und die haben ja völlig unterschiedliche Herangehensweisen und unterschiedliche Prioritäten und in den entsprechenden Szenen ist schon lange klar, dass man das alles zusammenführen muss, weil diese Interdisziplinarität gar nicht so richtig gelebt wird und dass das ein ganz großes Manko ist, weil jetzt immer mehr IT in diese ganzen Produktionsautomatisierungsprozesse reinfließt oder eben auch im Nachgang durch diese MOXA-Adapter und so weiter einen IP-Anschluss kriegen. Die waren gar nicht dafür designt, sozusagen internetfähig zu sein oder IP zu sprechen. Und plötzlich sind Komponenten am Netz, die halt wirklich Regelungen und Steuerungen betreffen und tatsächlich dann auch das gemeinsame Wohl miteinander gefährden. In dem Zusammenhang haben Freunde von mir, aber auch ich in der Arbeitsgruppe Kritis, AG Kritis, ein Dokument geschrieben, wo wir gesagt haben, ohne Security keine Safety in kritischen Infrastrukturen und so eine begriffliche Trennung und Zusammenführung mal gemacht und wollen zukünftig auch mal ein paar Vorträge halten, um da mal ein bisschen Aufklärung zu treiben. Aber mich würde bei Ihnen interessieren, woher kam dieser Ursprung oder warum wollte man diese strikte Trennung? Das ist ja eigentlich im Nachhinein völlig absurd und ein riesengroßes Risiko und Fass, was wir da aufgemacht haben mit dieser Logik, die überall scheinbar herrscht. Professor Pickel. Also ich danke Ihnen für diese positive Einschätzung und ich möchte Sie einladen. Ich bin ja auch Beiratsvorsitzender der Deutschen OR-Gesellschaft. Da kommt heute ein neues Heft raus, auch zu Corona. Ich zeige mal dieses schöne Bild, wo auch eine Künstlerin gemalt hat. Und oben sehen Sie, eigentlich müsste da jetzt Ihr Beitrag rein, Herr Haug, nämlich Safety and Security und Digitalisierung. Also ich möchte nicht sagen, woher das genau kommt. Es gibt gerade in Deutschland auch Gründe dafür. Aber Sie können sicher gehen, googeln Sie doch einfach mal, wie viele Seminare und Vorlesungen
Safety and Security gibt es in Deutschland. Und ich glaube, Sie finden keine 10, vielleicht täusche ich, 2, die sowas anbieten, sehen Sie hier in diesem Chat. Und ich lade Sie schon jetzt auch mal in mein Seminar ein, einen Vortrag zu halten. Ich finde das ganz wichtig, was man vielleicht, also ich will jetzt nicht historisch die ganzen Gründe regen, aber weswegen sozusagen es auch schwer ist, diese beiden Bereiche zu verbinden, weil sie auch zwei unterschiedliche Ressorts ansprechen. Und ja, die klar. In der Vergangenheit oft getrennt, und ich glaube, das kann Herr Zeidler noch viel besser als der Praxisexperte, wenn er sagt, wir müssen zusammenarbeiten, dann muss natürlich jeder auch aus seinem Ressort sozusagen Ressourcen abgeben, er muss Capabilities sharen, er muss auch Verantwortlichkeiten abgeben, und auch das ist etwas, was das DKKV sozusagen auszeichnet, dieses Fachübergreifen, dass man sagt, wenn ich wirklich globale Probleme lösen möchte, dann muss ich ressortübergreifend denken. Und ich finde das gut, auch Ihre Kritis-Bemühungen, ich schätze das sehr. Sie haben eigentlich genau den Wunden erfasst, und ich wäre dankbar, wenn vielleicht Martin Zeidler das auch noch ein bisschen von seiner Seite ergänzen könnte. Mache ich doch gerne. Ich war auch schon mit dem Finger auf dem Mikro, wann du endlich aufhörst und mich anschreiben kannst. Sehr gut. Also von der Historie, wie gesagt, da bin ich zu jung für, sehe ich zwar alt genug aus, aber kann ich auch nicht im Detail nachvollziehen. So wie sie es uns erschlossen hat, ist es so, das kommt eher aus dem Wirtschaftsbereich und aus dem Unternehmensbereich. Und da wurde es mal etabliert, dass da unterschiedliche Firmenzweige in großen Unternehmen, und das hat sich dann einfach durchgezogen. Und das Problem ist, so wie wir es damals gesehen haben, dass man, wenn man einmal in der Wirtschaft zwei Bereiche hat, die sich wie auch immer sinnvoll oder nicht sinnvoll etabliert haben, passt sich die Lehre natürlich dem erstmal an. Da wird geguckt, welche universitären Studiengänge brauche ich, was muss ich tun, damit die Bereiche nachher auch bedarfsgedeckt werden können. Und wenn sich das einmal richtig festgesetzt hat, ist es umso schwieriger, das wieder rauszukriegen. Vielleicht ein Beispiel zur Ergänzung. Ich selbst war 2012, kam ich in den Genuss, an der WAX sein zu dürfen für ein halbes Jahr, Bundesakademie für Sicherheitspolitik, und wir haben da diverse Themen diskutiert. Unter anderem war ich aber auch mit 3, 4 Sicherheitschefs von großen deutschen DAX-Unternehmen da. Und wir haben relativ schnell festgestellt, dass es doch sinnvoll sei, aus sehr unterschiedlichen Motivationen heraus, dass es doch sehr sinnvoll sei, diese Bereiche Safety und Security mal wieder zu versuchen, näher zusammenzubringen und in Deutschland auch wieder näher zusammenzuführen. Und das war eine Idee, die ist entstanden, die hat sich dann weiterentwickelt aus dieser Idee, die abends beim Bier entstanden ist, wurde dann am gleichen Abend auf dem Bierdeckel noch ein Grobkonzept eines Studiengangs. Dann haben wir uns eine Uni gesucht, die mal eine Idee hätte, so einen kombinierten Studiengang aufzusetzen. Die haben wir in Ingolstadt gefunden. Und in dem Zuge haben wir auch mal eine Recherche angestellt, wie viele interdisziplinäre und übergreifende universitäre Ausbildungen in dem Segment gibt es überhaupt. Und es war erschreckend. Wir kamen auf eine Zahl in Europa, die noch nicht mal zweistellig war. Es sind immer Segmente. Ich kann Risikomanagement studieren. Ich kann Krisenmanagement studieren. Ich kann alles in Bereichen Safety studieren. Oder diverse Security-Bereiche studieren. Aber es gibt nichts, was eben das miteinander verbindet und verzahnt. Ist eigentlich erschreckend. Wahrscheinlich müssen wir da auch erstmal wieder den Weg gehen, dass in Unternehmen umgedacht wird, es verbunden wird, damit die Universitäten sich anpassen. Oder aber mal proaktiv versuchen, in Universitäten es zu etablieren und die Wirtschaft zu überzeugen, dass es so gut wäre, solche Studienabsolventen dann zu haben. Das ist so mal noch der persönlich ergänzende Aspekt. Also da rennen so bei mir offene Türen ein, wenn es irgendwas gibt, wo wir das auch unter dem Deckmantel des DKKV machen können, sehr gerne. Ich bin für alle Schandtaten da. Ich habe den Link in den Chat gepackt von dem Artikel. Da ist auch in dem Artikel das Paper mit allen wissenschaftlichen Referenzen hinterlegt und so. Wie gesagt, dieser Vortrag, den sind wir noch in Bearbeitung am Machen und wollen das auch intern nochmal verproben. Aber der hat eigentlich schon viel Zuspruch erhalten. Und wir haben ein paar Leute dabei, die auch gerade diese, interdisziplinäre Denke versuchen, in der AG Kritis aufzubrechen.
Die Marina Krotofil ist dafür recht bekannt, international, und rennt darum. Die Sandra Flux oder Sarah Flux heißt sie in Deutschland. Die beiden sind da auch mit bei und haben auch gesagt, also dass man diese beiden Bereiche so trennt, ist eigentlich ein Unding und schon lange erkannt. Aber diese nennen wir es mal verkrustete Art, ne, zwei separate Bereiche zu haben und das auch tunlichst so zu pflegen, ist halt aktuell so. Und in vielen Bereichen, wo man es auch versucht aufzubrechen, sei es in der Chemiebranche oder in sonstigen kritischen Infrastrukturbranchen, da ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel zu tun. Selbst wir aus meiner beruflichen Rolle, High Solutions als kritisch Berater und Prüfer für die § 8a BSI-Gesetzgebung, die leben das alles wirklich extrem getrennt. Es gibt die IT und es gibt die OT und die haben da nicht viele Berührungspunkte. Das ist an ganz, ganz vielen Stellen zu sehen, aber wenn man dann zu IT-Problemen in der Produktionsumgebung, in der OT spricht, dann wird es auch ganz schnell flach, weil das sind nun mal eher Ingenieure und eher, naja, Betriebsprozessmenschen sozusagen, und die tun sich einfach damit unendlich schwer. Aber ist ja ein Unding, dass man irgendwie die andere Abteilung fragen würde. Die sollen sich ja nur um den Active Directory und um die Windows-Domäne kümmern und selber betreiben sie aber selber eine inzwischen oder so. Oder haben auch schon Cloud-Anschlüsse, ohne es zu wissen. Und zeigt man denen das und sagt, schönes Cloud-Netz haben sie hier und die Anbindung zum Hersteller und so. Und dann so, ach so. Ne? Also ich glaube, da würde sicherlich nicht gerade überall nur offene Türen eingerannt werden. Aber es kann sicherlich viel Awareness erzeugen zu einem Risikoproblem oder nicht zu der Auswirkung, sondern zu der Ursache von ganz vielen Risikoproblemen. Und ich glaube, zu den Ursachen wollen wir ja, um die zu bekämpfen sozusagen. Ich halte das für eine wesentliche Ursache. Vielen Dank. Kurz den Ball noch aufgreifen. Also für Schandtaten bin ich zumindest auf jeden Fall immer zu haben. Insofern sollten wir das gut intensivieren. Alles klar. Danke. Ja, vielen Dank. Ich glaube, dann kommen wir auch langsam sozusagen auf die Zielgerade unseres Webinars. Ich frage abschließend nochmal beide, Martin Zeitler und Professor Pickel, wo sehen Sie den substanziellen Beitrag, den wir als DKKV in der derzeitigen Situation, durchaus auch mit Blick auf operative Maßnahmen in der Krisenbewältigung, leisten können? Professor Pickel. Jetzt soll ich anfangen. Dann sagt der Herr Zeitler wieder, ich würde so lange reden. Aber im Grunde genommen, ich glaube, haben wir ja schon drei Kernaspekte erfasst. Das eine war, dass wir gestartet sind sozusagen mit dem Early Warning. Also kann man diese Early Warning Phasen verbessern? Das zweite ist, glaube ich, wie sieht es aus mit der Datenbeschaffung und auch Datenanalyse und auch Dateninterpretation, und also gerade hinsichtlich Querschnittsstudien. Und das Dritte ist, und ich glaube, da können wir auch ein bisschen stolz drauf sein beim DKKV, und ich bin auch Martin Zeitler dankbar, der da wirklich Pionier war mit der Aktivität in Ingolstadt. Meine Arbeitsgruppe heißt COMTESSA, die zwei S bedeuten Safety and Security. Ich habe das nicht von Martin Zeitler adaptiert. Wir haben uns unabhängig entwickelt, aber ich lerne sehr viel von Ihnen. Aber wenn man diesen Gedanken so ein bisschen, Safety and Security und das A bei COMTESSA ist die Analyse, die Analytics, das so ein bisschen in einer Hand hält, auf so einer Plattform, wo so unterschiedliche Leute vertreten sind. Sie sehen es jetzt auch hier an dem Chat, der Raimund Schwarze, der Martin Voss, und das sind unterschiedliche Fachgebiete, die da zusammenkommen, die gemeinsam sozusagen vor 1-2 Jahren schon sich Gedanken gemacht haben über Early Warning, über Datenanalyse, über ganzheitliche Risikobetrachtung. Ich glaube, wenn man solche Initiativen weiterentwickelt und auch fördert und auch ein bisschen in der Wahrnehmung in der Gesellschaft, tut man schon einen großen Schritt. Wobei ich aber nachher noch ein kleines Schlusswort halten möchte, bevor der Martin jetzt spricht.
Genau. Dann will ich das noch ergänzen. Du hast ja schon einige wichtige Punkte genannt, Stefan. Vielleicht noch ein Punkt, wo wir als DKKV durchaus einen aktiven Part übernehmen können und sollten, ist der in der Beratungsleistung, also in der Beratung von Verantwortlichen, in der Beratung von politischen Entscheidungsträgern und auch in der Beratung von den Organisationen oder Menschen, die solche Prozesse und Strukturen im Katastrophenfalle oder im Schadensfalle einfach mal durchdenken müssten. Dass wir durch die gebündelte, unterschiedliche Expertise, die wir im DKKV doch vereinen, ein durchaus gutes Spektrum bieten können, um solche Sachen von allen möglichen Sichtweisen zu beleuchten. Und ich glaube, dieses Fund sollten wir da noch stärker in die Waagschale werfen. Ganz herzlichen Dank, Martin Zeitler. Eigentlich waren kleine Schlussworte, abgesehen von meinem, gar nicht vorgesehen, aber natürlich möchte ich Herrn Professor Pickel nicht die Möglichkeit dazu nehmen. Dann wäre aber jetzt der richtige Zeitpunkt. Herr Professor Pickel. Gut, ich wollte nämlich etwas anknüpfen. Sie haben auch, als der Martin die Regionen betrachtet hat, den Föderalismus, auch mit der Schulsituation. Normalerweise dankt man an solchen Stellen immer den systemrelevanten Berufen. Und ich glaube, das ist auch wirklich Wahnsinn, was die derzeit leisten. Aber aus persönlichem Hintergrund, auch in Bezug jetzt auf Sie, Frau Dörner, und dass heute meine Studenten die OR-Klausur in der Turnhalle geschrieben haben unter erschwerten Bedingungen. Also allen, die in diesen Phasen Abitur, Realschulabschluss, Prüfungen und auch heute eine OR-Klausur geschrieben haben, das ist nicht so ganz ohne, was da geleistet wird und wie die jungen Leute damit umgehen. Und denen wünsche ich wirklich alles Gute. Und ich habe mit dem Zitat bessere Kontrolle, ich benutze das besser auch am Ende, diese Leute, die das machen, waren mit Abstand die Besten wahrscheinlich und denen wünsche ich alles Gute. Und Ihnen danke ich nochmal, Frau Dörner, für die gute Moderation. Vielen Dank, Herr Professor Pickel. Unsere ganz sicher gemeinsame Solidaritätsadresse an alle Schülerinnen und Schüler und Studierende, die unter unschönen Bedingungen jetzt auch ihren Beitrag leisten, dem schließen wir uns sicher an. Ich danke ganz herzlich unseren beiden Inputgebern heute, Herrn Professor Stefan Pickel und Martin Zeitler. Ganz herzlichen Dank, meine beiden Vorstandskollegen aus dem DKKV, dass sie sich die Zeit genommen haben und uns so interessante Inputs gegeben haben und auch eine ganze Reihe von komplexen Fragen beantwortet haben. Ich bedanke mich für das Interesse heute Abend, Biba, an unserem Webinar. Wir werden das auch weiter fortsetzen mit anderen Themenschwerpunkten natürlich in den nächsten Wochen. Das auf unseren Wegen natürlich auch ankündigen und freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Und es lohnt sich immer, mal einen Blick auf unsere Webseite zu werfen, dkkv.org, mit immer sehr aktuellen Informationen zur Pandemie, Betrachtungen aus den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Richtungen, aber auch interdisziplinär, wie das unsere Art ist. Und dann bleibt mir eigentlich nur noch allen einen schönen Abend zu wünschen. Nutzen Sie ihn gut und machen Sie es schön. Bis bald. Tschüss.